Viele Häuslebesitzer fragen sich momentan, geht eine Wärmepumpe in meinem Gebäude? Ich möchte Ihnen zeigen, worauf Sie in der Theorie achten müssen, welche Berechnungen, welche Planung Sie benötigen und wie man in der Praxis eine Wärmepumpe im Bestand einbaut. Mein Name ist Sebastian Thumm, ich bin Inhaber der Firma Thumm Wärmekonzepte und Profi für erneuerbare Energien. Möchte man eine Wärmepumpe in einem Bestandsgebäude einbauen, ermitteln wir zunächst mal die Grundlagen. Das bedeutet, welches Baujahr, welchen Ölverbrauch, welchen Dämmzustand hat das Gebäude. In unserem Praxisbeispiel hier haben wir ein Gebäude aus dem Jahr 1988 mit einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern und einem Ölverbrauch von 3000 Litern pro Jahr. Das Gebäude befindet sich in einem baujahrstypischen Dämmzustand. Es ist ein freistehendes Einfamilienhaus und wird von 4 Personen bewohnt. Um zu prüfen, ob und wie die Luftwasserwärmepumpe in dem Gebäude später arbeitet, haben wir eine raumweise Heizlastberechnung erstellt. Hier bekommen wir sehr detailliert heraus, welche Energie das Gebäude benötigt und ob die Heizkörperflächen ausreichen. Anhand einem konkreten Beispiel möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was eine Heizlastberechnung beinhaltet und worauf man achten muss. Zunächst das Wichtigste, wo steht die Heizungsanlage? In diesem Fall in Blüderhausen. Wir haben eine Normaußentemperatur von minus 11,5 Grad. Man kann sich vorstellen, das ist praktisch der Volllastfall. Von dieser Temperatur ausgehend legt man die Heizungsanlage aus. Auf Seite 2 erhalten wir schon das Ergebnis der Heizlastberechnung. Hier sehen wir, das Gebäude hat eine Heizlast von 10,9 Kilowattstunden. Das bedeutet, 10,9 kW benötigt das Gebäude bei minus 11,5 Grad, um warm zu bleiben. Es gibt weitere Angaben zum Gebäude. Wichtig, wir haben hier 4 Personen, die in dem Haushalt wohnen. Wir haben aktuell eine Ölheizung. Wir haben das Baujahr vom Gebäude berücksichtigt und haben hier einen Jahresverbrauch in Kilowattstunden. Auf Seite 3 kommen wir zur raumweisen Heizlastberechnung. Hier beginnen wir, die Räume einzeln zu betrachten. Das heißt, wir schauen, wie groß ist der Raum, welche Heizlast hat dieser einzelne Raum, welche Energie benötigt dieser Raum. Hier haben wir das Wohnzimmer am Anfang. Auch hier wieder die minus 11,5 Grad, weil wir gehen ja von dem Volllastfall aus. Und das Delta 31,5. Das bedeutet, das ist der Unterschied zwischen der gewünschten Raumtemperatur von 20 Grad und der Normaußentemperatur, von der wir ausgehen, diese 11,5 Grad minus. Dann ist noch wichtig, wo befindet sich der Raum? Im Erdgeschoss. Das heißt, es wird auch berücksichtigt, sind unter dem Raum beheizte Räume oder nicht beheizte Räume. Wir haben noch eine Raumhöhe, die weiter berücksichtigt wird, ein Raumvolumen. Und hier sehen wir die einzelnen Bauteile. Fußboden, Außenwand, Außenfenster. Das heißt, der Raum wird von den Außenwänden, Innenwänden betrachtet, die Decke oben drüber und die Fenster und der Heizkörper. All das sind Informationen, die fließen in die Heizlastberechnung ein. Bei der raumweisen Heizlast betrachten wir alle Bauteile. Jedes Bauteil, also ein Fenster und eine Außenwand, hat einen U-Wert. Der U-Wert sagt im Grunde aus, wie schnell die Wärme von innen im Raum durch zum Beispiel die Wand wandert nach draußen. Hier in diesem Verfahren haben wir eine vereinfachte Heizlastberechnung. Bedeutet, für ein Bauteil, für eine Außenwand aus dem Jahr 88 wird ein U-Wert angenommen. Wie hier beim Wohnzimmer betrachten wir bei der raumweisen Heizlast jeden beheizten Raum im Gebäude. Das heißt, wir haben hier verschiedene Räume, Essen, Schlafen, Hobby, Kind 3 bis hin zur Ergebniszusammenstellung vom Gebäude. Hier haben wir nochmal die Gebäudedaten im Überblick. 181 Quadratmeter Wohnfläche haben wir. Hier sprechen wir von Transmissionswärmeverluste. Das ist eben genau der Verlust. Die Wärme geht zur Kälte durch das Bauteil durch. Wir haben einen Lüftungsverlust und wir bekommen hier eine Normheizlast von 10 kW. Dazu bekommen wir noch die Daten pro Fläche, 55 Watt pro Quadratmeter. Anhand den 55 Watt pro Quadratmeter sieht man schon, dass das für dieses Baujahr ein sehr gutes Gebäude ist. Das heißt, damals war der Dämmstandard schon recht hoch. Üblicherweise spricht man im Bestand von eher 60 bis 80 Watt pro Quadratmeter. Die Dimensionierung der Wärmepumpe ist ein entscheidender Faktor in der Auswahl und der Umsetzung einer Wärmepumpe im Bestand. Anhand von diesem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie die Dimensionierung der Wärmepumpe erfolgt. Zunächst haben wir hier die Heizlast 9,97 kW. Wir haben die Betriebsweise bivalent parallel
und wir haben einen Bivalenzpunkt von minus 7 Grad. Was bedeutet bivalent parallel? In diesem Fall haben wir zwei Wärmeerzeuger, einmal die Wärmepumpe und einen Heizstab. Wir haben einen Bivalenzpunkt von minus 7 Grad. Das bedeutet, bis minus 7 soll die Wärmepumpe alleine arbeiten. Ab minus 7 und bis 11,5 Grad hilft der Heizstab mit. Wir haben eine Sperrzeit von 0 Stunden. Sperrzeit bedeutet, der Energieversorger ist gesetzlich berechtigt, maximal 6 Stunden am Tag die Wärmepumpe zu sperren. Mögliche Vorbereitungen, das zu tun, gibt es schon. Umgesetzt wird es noch nicht. Trotzdem sollte es berücksichtigt werden bei der Dimensionierung der Wärmepumpe. Und wir haben eine Heizgrenztemperatur, die einfach aussagt, wie lang wird geheizt. An dieser Stelle kommt oft die Frage auf, warum nehmen wir nicht einfach eine Wärmepumpe mit 12 kW? Diese Wärmepumpe wäre hier in diesem Praxisbeispiel völlig überdimensioniert. Gerade in der Übergangszeit, was der größte Anteil der Heizperiode ist, hätten wir eine zu große Wärmepumpe. Die Wärmepumpe würde takten, also oft an- und ausschalten. Und das wäre eine nicht effiziente Betriebsweise, was zur Folge hätte, dass wir höhere Stromkosten produzieren. Nun wissen wir benötigen eine Wärmepumpe mit 9,5 kW. Die Hersteller von Wärmepumpen bieten Leistungsdiagramme an. Anhand von diesem Leistungsdiagramm kann man einzeichnen und sehen, wie verhält sich die Wärmepumpe am Bivalenzpunkt, bei dem Volllastfall oder auch in der Übergangszeit. Und das schauen wir uns jetzt an. Anhand der ermittelten Heizlastberechnung haben wir uns in diesem Fall für eine Wärmepumpe der Firma IDM entschieden. Das Gerät heißt ALM und hat einen Leistungsbereich von 4 bis 12 kW. In diesem Leistungsdiagramm habe ich bereits die verschiedenen Punkte eingezeichnet. Angefangen von minus 7 Grad Außentemperatur, das ist unser Bivalenzpunkt. An diesem Punkt haben wir geplant, dass der Heizstab zuschaltet. Und wir sehen, bei minus 7 Grad hat die Wärmepumpe gerade noch die knappe 10 kW Leistung. Man sieht aber auch deutlich, wie die Leistung mit der Außentemperatur abnimmt. Wir haben aber auch eine Soll-Außentemperatur von minus 11,5 Grad. Bedeutet, bis zu diesem Punkt nehmen wir an, dass wir heizen wollen und müssen. Und wir sehen, wir haben hier eine Unterschreitung der geforderten Heizlast. Diese Lücke füllt uns der Heizstab auf. Das heißt, der Heizstab muss nicht von null hochheizen, sondern er muss nur das, was die Wärmepumpe nicht mehr schafft, ergänzen und unterstützen. Sollte es mal kälter werden als minus 11,5 Grad, dann wird eben die Lücke hier größer, die der Heizstab auffüllen muss, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht mal minus 15 Grad geben könnte. Wird es wieder wärmer, das heißt, geht die Temperatur minus 7 Grad hoch Richtung 0, 5, 10 oder gar 15 Grad, dann fällt der Heizbedarf vom Gebäude, das heißt, die Heizlast wird geringer. Wenn man davon ausgeht, dass diese linear fällt, haben wir hier die gelbe Linie. Wir sehen, von minus 7 Grad, vom Volllastfall, fällt die Heizlast auf 15 Grad. 15 Grad ist die Heizgrenztemperatur, weil wir nicht mehr heizen. Dieser Bereich beschreibt den Volllastfall, in dem die Wärmepumpe arbeitet. Also bei minus 7, bei minus 11 Grad. Allerdings ist das der kleinere Teil der Heizperiode. Überwiegend haben wir Temperaturen um 0 Grad, minus 2 Grad oder in der Übergangszeit dann auch 5 und 10 Grad. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Wärmepumpe. Gerade bei der Dimensionierung bzw. Überdimensionierung kann das auch wieder nachteilig sein für die effiziente Betriebsweise. Und das sieht man hier sehr schön an der gelben Linie. Wenn man davon ausgeht, dass die Heizlast gleichmäßig fällt, hat man hier unten bei der Mindestleistung, die die Wärmepumpe bringt, eine Schnittstelle. Die Wärmepumpe moduliert zwischen 4 und 12 kW. Modulieren bedeutet, sie hat einen variablen, flexiblen Leistungsbereich. Aber sie hat auch einen Mindestleistungsbereich, den sie immer bringt. Und der ist eben bei 4 kW. Und hier an der Stelle bei ungefähr plus 7 Grad unterschreiten wir mit der Heizlast die Mindestleistung der Wärmepumpe. Bedeutet, hier arbeitet die Wärmepumpe über dem Heizbedarf. Und das ist wichtig zu wissen, weil das hat Auswirkungen auf unseren Pufferspeicher. Um eine Taktung zu vermeiden, dass die Wärmepumpe an und aus geht, müssen wir hier einen Pufferspeicher richtig dimensionieren, der in diesem Bereich die Wärme aufnimmt und für längere Laufzeiten und längere Standzeiten der Wärmepumpe sorgt.
So, jetzt wissen wir, dass die Wärmepumpe ideal zu dem Gebäude passt und mit Sicherheit eine gute und effiziente Betriebsweise haben wird. Was wir noch wissen möchten ist, wie lange läuft eigentlich der Heizstab ab minus 7 Grad? Weil das hat auch wieder direkt Auswirkungen auf die Kosten für die Heizungsanlage. Um das ermitteln zu können, gibt es unter wärmepumpe.de eine Klimatabelle. Diese Klimatabelle sagt aus, wie oft durchschnittlich minus 7 Grad, minus 8 Grad an einem bestimmten Ort erreicht werden. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt auf der Seite von dem Bundesverband für Wärmepumpen, wärmepumpe.de. Und hier ist eine Klimatabelle. In dieser Klimatabelle kann man die Postleitzahl eingeben und man erhält dann die durchschnittliche Außentemperatur in Stunden pro Jahr. Und hier sehen wir, wir haben hier bei minus 7 Grad 110 Stunden pro Jahr. Und jetzt können wir die 110 Stunden mal die ungefähre Einsatz von dem Heizstab nehmen und dann wissen wir, wie viel kW der Heizstab benötigt. Es sollten immer unter 5% vom Gesamtjahresbedarf sein. In unserem Beispiel hier bedeuten 110 Stunden Einsatz Heizstab ungefähr Kosten von 100 bis 200 Euro pro Jahr. Ein weiterer wichtiger Teil der Planung ist die Bestimmung der Jahresarbeitszahl. Das heißt, wie effizient läuft die Wärmepumpe? Und diese Bestimmung der Jahresarbeitszahl können wir auch unter wärmepumpe.de machen. Dann bekommen wir hier das Ergebnis. Hier wird auch wieder berücksichtigt, wo steht die Anlage, Heizgrenztemperatur, Vorlauf-Rücklauftemperatur, so wie wir vorhin bei der Dimensionierung auch schon Annahmen getroffen haben. Die fließen hier mit ein. Es steht natürlich drin, welche Wärmepumpe drinsteht. Hier die IDM, ALM. Und weiter unten sieht man dann, wie effizient und mit welcher Gesamtjahresarbeitszahl arbeitet die Wärmepumpe in dem Gebäude mit diesen Rahmenbedingungen. Und diese Bestimmung der Jahresarbeitszahl ist wichtig, weil es auch Grundlage für die BAFA-Fördermittel. Neben der Auswahl der richtigen Wärmepumpe ist auch die Peripherie drumherum wichtig. Vor allem der Pufferspeicher ist ein elementares Bauteil der Heizungsanlage. Hier ist es wichtig, den Pufferspeicher mit 30 bis 40 Liter pro kW mal die Sperrzeiten in Stunden auszulegen. Was heißt das konkret? Wir haben, wenn wir davon ausgehen, dass wir 9,5 kW Heizlast haben, mal 40 Liter, mal 2 Stunden Sperrzeit, haben wir ein Mindestvolumen von 760 Litern. In unserem Fall haben wir hier einen Pufferspeicher von 800 Liter. Auch in unserem Fall ist der Pufferspeicher wieder wichtig hinsichtlich der Taktung, weil wir ja ab 7 Grad die Mindestleistung der Wärmepumpe unterschreiten und somit eine Taktung vermeiden. Hier dient auch der Puffer wieder als Wärmepuffer und die Wärmepumpe kann längere Laufzeiten erzeugen. Und die PV-Anlage, die auf dem Dach ist, kann hier ihre Erträge, die überschüssig sind, in den Pufferspeicher einspeichern. Auch hier in unserem Fall war der Pufferspeicher sehr wichtig und wir haben uns deshalb dafür entschieden, weil wir ab plus 7 Grad die Mindestleistung der Wärmepumpe unterschreiten. Wir hätten dann eine Taktung, ein häufiges An- und Ausschalten. Das gleicht auch wieder der größere Pufferspeicher aus und erzeugt damit lange Laufzeiten der Wärmepumpe. Dann war es hier noch so, dass wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben oder ein Akkusystem im Keller. Der Akku wird natürlich primär bedient mit Strom. Wenn der aber mal voll sein sollte, können dann überschüssige Erträge aus dem Dach umgewandelt werden in warmem Wasser, die Solltemperaturen werden hochgesetzt und die Energie wird in den Pufferspeicher eingespeichert. Eine Frischwasserstation erzeugt das Warmwasser im Durchflussprinzip. Und dadurch, dass wir 800 Liter bereits bevorraten Energie, haben wir immer genug Warmwasser. Wir haben jetzt die Wärmepumpe für unser Gebäude hier am Schreibtisch geplant, dimensioniert und ausgelegt. Natürlich müssen wir jetzt auch schauen, wie können wir das in der Praxis umsetzen. Bedeutet, wir brauchen eine Ausführungsplanung. Bei der Ausführungsplanung achten wir auf verschiedene Dinge. Zum Beispiel ganz einfach die Einbringung von Pufferspeicher. Sind die Türen breit genug? Wie teilen wir den Heizraum auf? Haben wir genug Standfläche für alle Bauteile? Wo wird was montiert? Auch hier hilft uns das Hydraulikschema vom Hersteller. Die meisten Hersteller haben für verschiedene Hydrauliksituationen verschiedene Hydrauliksysteme. Das bedeutet Pufferspeicher, ja, nein. Warmwasserspeicher, ja, nein. Wie viele Heizkreise haben wir? All diesen, dieser Hydraulikplan, nachdem die Anlage gebaut wird, gibt es oftmals von den Herstellern. Ein Hydraulikschema von einem Hersteller beinhaltet alle wichtigen Bauteile der Heizungsanlage. Angefangen von der Wärmepumpe, von dem Außengerät im eigentlichen Wärmeerzeuger. Hier schön dargestellt. Man sieht die Leitungen, die unten reingehen, Vorlauf-Rücklaufleitung durch das Mauerwerk, also von außen nach innen.
hin zum Hydraulikmodul. In dem Hydraulikmodul sieht man hier sehr schön, ist der Heizstab verbaut. Das heißt, hier kommt eben der Heizstab bei minus 7 Grad zum Einsatz, wenn die Wärmepumpe die Leistung draußen nicht mehr bringt. Dann schaltet der eben hier ein. Man sieht dann auch eine Pumpe, die eben das Wasser von draußen nach drinnen fördert. Wir haben ja hier Vorlaufwasser drin, kein Kältemittel oder ähnliches, sondern wir haben ja ein Monoblockgerät. Draußen ist der Kältekreis und die Verbindungsleitung sind Vorlauf-, Rücklaufwasser. Daneben haben wir die Heizkreise, hier Heizkreis A für die Heizkörper, Heizkreis B noch hier angedeutet für die Fußbodenheizung, weil bei unserem Beispiel auf der Baustelle haben wir ja einen Fußbodenkreis noch dazu. Der Kunde hat aber in der Planung vorneweg gesagt, er möchte die nicht berücksichtigen, die Fußbodenheizung, weil die nicht wirklich gut für ihn funktioniert und er eigentlich immer die letzten Jahre nur mit Heizkörpern geheizt hat. Deshalb haben wir die Fußbodenheizung sowohl bei der Heizlastberechnung wie auch sonst einfach außen vor gelassen. Wir haben sie natürlich mit angeschlossen, sie ist funktionsfähig, aber trägt keinen größeren Teil dazu bei. Dann haben wir hier noch den Pufferspeicher. Da sehen wir auch noch, wie der Pufferspeicher angeschlossen wird und die Frischwasserstation hier an der Seite. Ein weiterer wichtiger Teil der Ausführungsplanung ist die Standortbestimmung des Außengerätes, also der Wärmepumpe an sich. Hier haben wir auch wieder die Besonderheit, dass wir ein natürliches Kältemittel, das R290 Propan, in der Anlage haben. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel ist sehr günstig, ist einfach verfügbar und die Anlage läuft wesentlich effizienter. Ab 2025 ist natürliches Kältemittel in Wärmepumpen ohnehin Pflicht und auch die Umweltschädlichkeit ist deutlich, deutlich geringer als bei künstlichem Kältemittel. Auch hier hat der Wärmepumpenhersteller ein schönes Beispiel, wie man das richtig aufbaut. Wir dürfen zum Beispiel keine Kellerfenster in der Nähe der Wärmepumpe haben, im Schutzbereich. Der Schutzbereich wird hier praktisch erklärt, wie viel Meter Abstand wir haben müssen. Und auch von der Draufsicht sieht man, dass man in ungefähr einem Meter Abstand keine Öffnungen, keine Schächte, keine Fenster und Türen haben darf. In diesem Gerät haben wir das natürliche Kältemittel Propan. Propan kennt man aus Gasflaschen zum Grillen, die gibt es in 11 oder 15 Kilo. In diesem Gerät haben wir ungefähr 3 bis 4 Kilo Propan. Und es geht um den Leckagefall. Sollte etwas undicht werden, fließt das Propan raus, ist schwerer als Luft und würde dann in einen Kellerschacht oder ein Fenster einfließen können. Und da geht es hier einfach um Brandschutzvorschriften, die berücksichtigt werden müssen. Hält man die Abstandsflächen ein und positioniert die Wärmepumpe richtig, besteht absolut keine Gefahr. Es ist sogar so, dass man diese Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel auch auf ein Flachdach oder ein Dach montieren kann. Auch hier hat der Hersteller klare Anweisung, welchen Abstand eingehalten werden muss zum Dachüberständen. Dann sollte die Wärmepumpe nicht in Bodensenkungen eingebaut werden, weil da würde sich auch wieder das Propan sammeln. Man sollte auch keine Vertiefungen im Schutzbereich haben und Abstände zu Mauern einhalten. Die Wärmepumpe sollte einfach möglichst frei stehen, kann aber trotzdem in der Nähe von einem Haus stehen. Der Austausch an Heizungsanlage und der Wechsel von Öl auf Strom bedarf natürlich noch mehr Organisation und Planung. Das fängt an bei der Demontage, Entsorgung der Öltanks, Entsorgung der Heizungsanlage, der alten Ölanlage, bis hin zum Tiefbauarbeiten, weil die Wärmepumpe wird ja im Außenbereich positioniert. Wir brauchen ein Fundament, wir brauchen Leitungen, die frostsicher in das Gebäude eingeführt werden. All das muss man bei der Ausführungsplanung berücksichtigen. Bei der Ausführungsplanung betrachten wir auch die Heizflächen. Dafür brauchen wir wieder unsere Heizlastberechnung, weil in dieser Heizlastberechnung haben wir ja alle Heizkörperflächen aufgenommen und vergleichen nun, wie die Heizkörper früher funktioniert haben und wie sie jetzt mit der reduzierten Vorlauftemperatur funktionieren werden. In unserem Fall sind 8 von 9 Heizkörpern zu klein und erreichen rechnerisch nicht die Leistung, um den Raum entsprechend zu beheizen. In so einem Fall gehe ich immer her und spreche mit den Besitzern direkt. Weil viele Heizkörper wurden in den letzten Jahren gar nicht benutzt oder nur sehr gering. Zum Beispiel das Schlafzimmer. Hier war von vornherein klar, dass die Unterdeckung kein Problem darstellt, da ohnehin dort nie oder sehr wenig geheizt wird. Dasselbe in der Küche. Mir wurde vom Besitzer berichtet, die Küche, der Heizkörper ist immer aus und wird nie geheizt. Also ist auch kein Austausch notwendig. Hingegen in den Kinderzimmern, in dem Kind 3 war es auf jeden Fall notwendig, den Heizkörper zu tauschen. In Kind 2 haben wir auch verzichtet, weil die Unterdeckung sehr gering ist. Büro haben wir auf jeden Fall getauscht. Büro ist ein Arbeitsplatz, da
Da sitzt man, da brauchen wir entsprechend viel Wärme. Hobbyraum haben wir auch nicht ausgetauscht, weil hier eh nicht so geheizt wird, sondern nur überschlägig. Flur war in Ordnung und Essen wurde ausgetauscht und Wohnzimmer. Somit haben wir nur 4 von 8 Heizkörpern ausgetauscht. Dank dieser Berechnung und der Rücksprache haben wir nur 4 von 8 Heizkörpern ausgetauscht. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Investition aus. Wir haben weniger Kosten, bei gleichzeitig keinem Qualitätsverlust. Wir haben trotzdem eine Beheizung der Räume. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich bei der Ausführungsplanung berücksichtige, ist der hydraulische Abgleich. Der hydraulische Abgleich ist eine technische Mindestanforderung der BAFA und Voraussetzung, um Fördermittel zu generieren. Bei dem hydraulischen Abgleich werden die Widerstände der einzelnen Heizkörper angepasst und hydraulisch so eingeglichen, dass sie gleichmäßig sind. Das verhindert zu hohe Wärmeverluste und zu viel Pumpenvolumenstrom. Dieser hydraulische Abgleich wird auch mit der Heizlastberechnung mit erstellt. Man sieht hier die Einstellwerte und Volumenströme für jeden Heizkörper im Haus. Wenn wir Heizkörper erneuern, erneuern wir auch alle Ventile, falls die nicht voreinstellbar sind. Dann werden die ausgetauscht und an den voreinstellbaren Ventilen werden hier die Einstellwerte und die Durchflussmengen einreguliert. Jetzt, nachdem die Vorplanung und die Ausführungsplanung erstellt wurden, nachdem wir wissen, wie groß die Wärmepumpe ist und worauf wir bei dem Gebäude achten müssen, können wir ein ganz konkretes Angebot machen. Jetzt wissen wir, was Bestandteil vom Angebot sein muss, was der Kunde benötigt, was er möchte, und dann können wir einen Angebotspreis fixieren. In diesem Zuge können wir auch ermitteln, wie hoch werden die Fördermittel sein und wie hoch ist der fördermittelbereinigte Investitionsbetrag für den Kunden. In unserem Fall hat der Besitzer der neuen Heizungsanlage alle Arbeiten bezuschusst bekommen. Das bedeutet Demontage, Entsorgung der alten Heizungsanlage, natürlich Erwerb der neuen Heizungsanlage, Aufbau, Installation, Inbetriebnahme, Tiefbauarbeiten im Außenbereich, Erneuerung der Heizkörper bis hin zur Inbetriebnahme und den Planungskosten. All das ist in diesem Paket beinhaltet und wird mit bezuschusst. Hier in dem Gebäude hinter mir aus den 80er Jahren war bisher eine Ölheizung installiert. Diese wurde durch eine neue Wärmepumpe von IDM ersetzt. Die Besonderheit hier, wir haben noch eine PV-Anlage, einen Wechselrichter und einen Akku mit 5 kW Leistung. Als erstes schauen wir uns das an, was jeder sieht, das Außengerät der Wärmepumpe. Kommen Sie mit. Wir befinden uns jetzt hier an dem Außengerät der Wärmepumpe. Die Position wurde geschickt gewählt, direkt vor dem Haus in Richtung zur Straße. Es gibt keine schutzbedürftigen Räume. Hier oben hat man das WC und die Küche. Somit wird von dem Geräuschpegel der Wärmepumpe, der ungefähr bei 50 Dezibel liegt, niemand beeinträchtigt. Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um ein Monoblockgerät. Das bedeutet, der Kältekreis ist ausschließlich hier im Außengerät, in diesem grauen Bereich. Hier sind Bauteile wie Verdampfer, Verdichter, Expansionsventil und eben die Kälteleitungen angebracht. Die Übertragung von dem Kältemittel auf das Heizungswasser findet hier im Außengerät statt. Die Verbindung zwischen Innen- und Außengerät ist ausschließlich eine Heizungsleitung. Eine weitere Besonderheit bei diesem Gerät ist, dass wir hier ein natürliches Kältemittel, das R290 Propan, haben. Warum ist das natürliche Kältemittel so wichtig? Bei diesem Kältemittel ist das Erderwärmungspotenzial deutlich geringer als bei einem synthetischen Kältemittel. Hier haben wir einen GWP von 3, das bedeutet, 1 Kilo natürliches Kältemittel entspricht 3 Kilogramm CO2. Bei einem synthetischen Kältemittel haben wir einen Faktor von 2000. Das heißt, 1 Kilo synthetisches Kältemittel entspricht 2000 Kilo CO2. Der nächste Vorteil ist, das natürliche Kältemittel ist fast unbegrenzt verfügbar und somit deutlich günstiger als das synthetische Kältemittel. Das hat Einfluss auf die Planung. Es müssen Abstände zu Schächten und Fenstern eingehalten werden, da das natürliche Kältemittel anderen Brandschutzvorschriften unterliegt. Gut zu sehen hier, wir haben einen Abstand von ungefähr 1 Meter zum Kellerfenster. Neben der Einheit mit dem Kältekreis befindet sich das Lüfterrad und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier im vorderen Bereich sehen wir den großen Lüfter der Wärmepumpe, dahinter den Wärmetauscher. An dieser Stelle wird die Wärmeenergie, die in der Luft noch enthalten ist, entnommen. Das heißt, das Kältemittel fließt durch den Wärmetauscher durch, nimmt die Wärmeenergie der Luft auf, transportiert diese wieder zum Wärmetauscher und zum Verdichter und zum Verdampfer und dort entsteht die höhere Temperatur für die Heizung.
So, nun sind wir im Haus, exakt an der Stelle, an der die Wärme von der Wärmepumpe reinkommt. Die Verbindung zwischen Außengerät und dem Haus innen macht man in aller Regel mit einem Doppelrohr, einem Fernwärmeleitungsrohr. Dieses Rohr ist geeignet für die Erdverlegung. Damit die Verbindung dicht ist zwischen Außen und Innen, macht man hier eine saubere Kernlochbohrung und eine Mauerwerksabdichtung. An der Stelle findet dann auch die Verbindung zur normalen Hausinstallation statt, zur normalen Rohrinstallation. Wichtig bei der Rohrinstallation ist, dass die Dimensionierung stimmt. Das heißt, je nach Leistung der Wärmepumpe muss eben die Rohrdimensionierung, also der Durchmesser, passen. Hier in dem Fall haben wir ein 35er Kupferrohr verbaut. Warum ist die Dimensionierung so wichtig? Bei einer Wärmepumpe haben wir einen hohen Volumenstrom. Das heißt, wir wälzen viel Wasser um und dieses Wasser muss eben durch die Rohrleitung transportiert werden. Praktischerweise wurden hier für Wartungszwecke oder wenn Luft in den Leitungen ist, Absperrungen angebracht und Spüleinrichtungen, die sehr gut zugänglich sind. Wir schauen uns jetzt den Technikraum an. In dem werden wir sehen, wie die Wärme gespeichert und verteilt wird. Gut platziert neben dem Pufferspeicher steht das Ausdehnungsgefäß auf dem Sockel der ehemaligen Ölheizung. Hier in diesem Bereich stand die Ölheizung mit Warmwasserspeicher und hat die Wärme fürs Haus erzeugt. Im oberen Bereich sieht man die Zirkulationspumpe vom Warmwasser. Insgesamt ist die Isolierung hier noch nicht fertiggestellt. Man sieht nicht isolierte Rohre und teilweise isolierte Rohre. In diesem Bereich an der Wand ist das Hydraulikmodul von IDM. Hier sitzt die Regelung, der Heizstab und wasserführende Teile wie zum Beispiel Pumpen, Umschaltventile und Absperrungen. Neben den Bauteilen der Heizungsanlage wurden hier Bauteile der Photovoltaikanlage platziert. Man sieht hier im oberen Bereich den Wechselrichter, daneben den Schaltkasten und im unteren Bereich den Batteriespeicher. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Komponenten im Detail an. Jetzt kommen wir zum Hydraulikmodul, dem Gehirn der Wärmepumpe. Im unteren Bereich haben wir wasserführende Teile wie zum Beispiel die Ladepumpe und auch ganz wichtig den Heizstab für die bivalente Betriebsweise. Es gibt ebenso Wärmemengenzähler und Umschaltventile. Das befindet sich im unteren Bereich. Hier in der Mitte die Regelung oder das Display. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Sie haben die Möglichkeit, auf Ihre Regelung über das Tablet zuzugreifen oder eben direkt am Display an dem Hydraulikmodul. Hier in der Grundansicht sieht man alle wichtigen Informationen auf den ersten Blick. Die Betriebsart vom System ist aktuell auf Automatik. Man hat einen Überblick über die Außentemperatur, haben wir 10,3 Grad. Und wichtig für Sie die Wetterdaten von heute, morgen und der kommenden Woche. Das heißt, die Regelung zieht über das Internet die aktuellen Wetterdaten und berücksichtigt diese bei der Verteilung der Energie. Weitere wichtige Faktoren sieht man hier am System. Wir haben hier einen detaillierteren Überblick über den aktuellen Warmwasserspeicher, über den Pufferspeicher, über die Heizkreise. Hier haben wir Fußbodenheizung und Heizkörper. Hier sehen wir, was haben wir als Vorlauftemperatur, soll, ist. Können wir abgleichen. Und interessant, ganz wichtig, wir haben hier einen Überblick über die Photovoltaikanlage. Die Regelung managt praktisch auch die Photovoltaikanlage, bekommt die Erträge von der Photovoltaikanlage, bezieht die hiermit in die Regelung ein. Wir sehen, im oberen Bereich kommt aktuell 1,2 kW von der PV-Anlage runter. Wir beziehen noch vom Netz direkt 382 Watt. Und man sieht auch die Verteilung. Wir haben 465 Watt, die ins Haus gehen und 1,1 kW, was die Heizung aktuell an Energie bezieht. Möchte man es genau wissen, hat man hier die Möglichkeit, alle Daten ein Jahr rückwirkend nachzuvollziehen. Die Regelung zeichnet alle wichtigen Daten, wie zum Beispiel Erträge der Photovoltaikanlage, Verbrauch der Wärmepumpe, Heizkreistemperaturen, Außentemperaturen, werden alle aufgezeichnet. Und hier kann man im Detail auslesen, wie der aktuelle und der vergangene Stand der Anlage ist. Oben rechts zum Beispiel sieht man den Bivalenzpunkt, Laufzeitbivalenz. Das sagt im Grunde aus, wie oft der Heizstab angegangen ist und wie oft er gelaufen ist. Wir haben ja bei der Auslegung berücksichtigt, dass wir einen Heizstabeinsatz von unter 5% haben möchten. Das heißt, wir haben einen Bivalenzpunkt bestimmt, zum Beispiel bei minus 7 Grad. Ab minus 7 Grad, also minus 8, minus 9, soll der Heizstab zuschalten und die Wärmepumpe unterstützen. Und da geht es hier eben darum, wie viele Stunden hat dieser Heizstab geheizt? Weil der ist natürlich das, was wir nicht wollen. Wir wollen so wenig wie möglich Heizstabeinsatz haben. Und hier ist die Anlage sehr gut ausgelegt. Wir sehen, dass 2022 der Heizstab nur 11,5 Stunden gelaufen ist.
Ja, und wenn man bei der Auslegung geht man von aus, minus 5, minus 7 Grad ist der Äquivalenzpunkt. Und man rechnet durchaus damit, dass der zwischen 30 bis 100 Stunden im Jahr läuft. Neben der Laufzeit vom Heizstab sieht man auch weiter unten links die elektrische Energie von dem E-Heizstab. Wie viel Energie dieser aufgenommen hat. Und zu den 11,5 Stunden hat er 2022 knapp 70 Kilowattstunden Energie verbraucht. Dazu sieht man noch die erzeugte Wärmemenge, natürlich pro Tag, pro Monat oder pro Jahr. Hier wird dargestellt, wie sich die Temperaturen pro Tag, pro Woche oder im letzten Jahr im Verhältnis verhalten haben. Wir sehen hier zum Beispiel, in der letzten Woche hatten wir Vorlauftemperaturen, die entsprechend hoch und runter geschwankt sind. Wir haben Speichertemperaturen, wir haben die Außentemperatur ganz unten. Wir können hier verschiedene Parameter auswählen, die uns interessieren. Durchfluss zum Beispiel oder auch der Bivalenzpunkt. Hier gibt uns die Grafik noch den aktuellen PV-Überschuss aus. Das sehen wir ganz unten in Gelb. Aktuell relativ wenig, da eben in der Winterzeit. Hat die Regelung all diese Werte zur Verfügung, also was macht die Wärmepumpe, was macht mein Heizstab, was macht meine Photovoltaikanlage und wie verhält sich der Akku? Dann kann die Regelung einen Autarkiegrad ermitteln. Hier unten rechts sieht man, wir haben aktuell einen Autarkiegrad von ungefähr 22%. Nun, was bringt mir das Ganze, dieser Blick in die Vergangenheit? Er bringt mir das, dass man sieht, wie läuft die Anlage. Ist sie richtig ausgelegt, ist sie gut ausgelegt? Muss man, kann man noch was optimieren? Oder wie hier in diesem Beispiel, läuft sie sehr effizient, verarbeitet die Photovoltaikerträge und hat einen geringen Heizstabeinsatz. Die Navigator 2.0-Regelung von IDM ist neben einem Energiemanager auch eine ganz normale Regelung für Heizkreise. Man kann hier den Heizkreis Fußbodenheizung zum Beispiel ganz herkömmlich einstellen und sehr einfach, wie bei jeder anderen Regelung auch. Wir haben Zeitprogramme, die wir auswählen können oder auch manuelles Heizen, je nachdem, was man eben möchte. Man kann die Heizkurve beeinflussen in Höhe, man kann die Vorlauftemperatur entsprechend beeinflussen und man kann beeinflussen, habe ich einen Tag- oder Nachtbetrieb. Neben den herkömmlichen Einstellungen, was Temperatur und Zeit betrifft, kann man den Heizkreis erweitern um eine Einzelraumregelung. Bei Inbetriebnahmeinstallation wird die Einzelraumregelung hiermit einprogrammiert und die Regelung überwacht dann alle Räume. Gleichzeitig kann man an der Regelung auch die einzelnen Räume an- und ausschalten. Und die Regelung beobachtet das Heizverhalten der Räume und stellt entsprechend die Wärme bereit. Bei modernen Regelungen von Wärmepumpen ist es natürlich wichtig, dass alle üblichen Schnittstellen vorhanden sind. Weiter gibt es noch hier speziell IDM plus Energy. Bedeutet, die Regelung berücksichtigt stundenvariable Energiepreise. Heißt, ist der Energiepreis pro Kilowattstunde nachts oder am Vormittag günstiger, berücksichtigt das die Regelung und bezieht dann Strom vom Netz. Hinter dem Display befinden sich weitere wichtige Bauteile, wie zum Beispiel Platinen, Steckplätze, Sicherungen und weitere stromführende Bauteile. Hier an dem Pufferspeicher Hygienik 800 Liter von IDM ist die Frischwasserstation montiert. Das Kernstück der Frischwasserstation ist der Plattenwärmetauscher aus Edelstahl. Genau hier findet die Wärmeübertragung von dem Heizungswasser aus dem Pufferspeicher und dem Trinkwasser aus dem Netz statt. Hier oben kommt Vorlaufwasser vom Pufferspeicher auf den Plattenwärmetauscher. Von hier unten kommt das Kaltwasser aus dem Netz und wird im Gegenstromprinzip erwärmt, sodass hier oben am Ende das heiße Brauchwasser rausfließt Richtung Verbraucher. Im unteren Bereich haben wir die Ladepumpe. Diese Pumpe befördert das heiße Heizungswasser auf den Plattenwärmetauscher. Dazu kommen noch verschiedene Entnahmemöglichkeiten, die das Spülen von dem Wärmetauscher möglich machen. Fühler, die den exakten Wert, die exakte Temperatur feststellen. Und eben weitere Regelungsmöglichkeiten. Warum eine Frischwasserstation und warum Plattenwärmetauscher? Was sind da die Vorteile? Für mich sind ganz klar die Vorteile, man kann alle vier Zu- und Abläufe absperren, mit den Verschraubungen hier den Plattenwärmetauscher entfernen. Relativ einfach und dann die Trinkwasserseite entkalken. Weil mit den Jahren fällt immer mehr Kalk aus, Kalk legt sich ab und mindert dann die Wärmeübertragung. Das ist ein weiterer Vorteil. Der nächste Vorteil ist, wir haben eine sehr geringe Bevorratung von Frischwasser in dem Plattenwärmetauscher, was sich wiederum positiv auf Keimbildung und Legionellen auswirkt. Wir erhitzen das Warmwasser im Durchflussprinzip hier. Mein Fazit zu diesem Projekt: Wärmepumpe im Bestand geht
wenn die Planung solide ist, wenn viele Faktoren berücksichtigt wurden und wenn Rücksprache mit dem Besitzer erfolgt ist. Dann ist eine Wärmepumpe im Bestand durchaus sinnvoll umsetzbar. Viele Vorteile sprechen für eine Wärmepumpe im Bestand. In diesem Fall zum Beispiel haben wir keinen Raum mehr für die Öltanklagerung. Damit verbunden haben wir auch keinen Gestank mehr im Haus nach Öl. Wir brauchen keinen Kaminfeger mehr. Und der Kunde hat die Möglichkeit, Strom, den er benötigt für seine Wärmepumpe, selber mit der PV-Anlage zu produzieren. Dann hat er noch eine topmoderne neue Heizungsanlage im Haus. Das bedeutet, das Gebäude wird im Gesamten aufgewertet und er hat 40% Fördermittel für diese Investition generieren können. Technisch gesehen wäre bei diesem Projekt eine Pelletanlage auch sehr gut möglich gewesen. Es war schlicht der Wunsch des Besitzers, auf eine verbrennungsfreie Wärmeerzeugung umzusteigen und zukünftigen PV-Strom direkt für die Heizung nutzen zu können. Er wollte seinen Autarkiegrad erhöhen. Meiner Meinung nach sprechen die Argumente dafür und die Wärmepumpe passt auch perfekt in das Gebäude. Grundsätzlich ist es so, dass es nicht nur eine perfekte Heizung für das eine Gebäude gibt, genauso wenig wie es nur die eine perfekte Heizung grundsätzlich gibt. Man muss es im Einzelfall betrachten. Und hier kam heraus, dass beide Wärmeerzeuger, Pellet und Wärmepumpe, sehr gut passen würden. Es war letztlich die Entscheidung des Besitzers zu sagen, was ihm lieber ist. Haben Sie zu diesem Thema Fragen? Gerne in den Kommentaren. Wir bieten Online-Beratungen an, Webinare, an denen Sie teilnehmen können. Wir sind überregional tätig, das heißt in NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen haben.